Hallo liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Überhaupt! Ja. Eva. Überhaupt. Dazu auch gleich die erste Folge Minecraft Project. Das ist ein kleines Projekt mit vielen tollen Menschen. Und einer davon steht ja gleich gegenüber von mir. Ja, hallo, ich bin der A-Crip. Und ich bin ganz froh, dass ich sogar in der ersten Folge dabei sein darf jetzt hier. Wenn ihr auf meinem Kanal guckt, da könnt ihr ja dann auch gucken. Nee, da ist es schon etwas, ist jetzt glaube ich schon die 10. Folge oder so. Aber jetzt, heute gucken wir mal, was bei dir so los ist und wie es bei dir läuft. Häuschen hast du auf jeden Fall schon schön gebaut da. Ja, habe ich schon ein bisschen was getan. Ziehen sogar die Wolken durch. Die Wolken. Wolken. Ja, da ist eine Wolke, die zieht gerade. Ach so, die sehen bei dir, vielleicht sind die woanders. Ich glaube, die Wolken sind ja von Person zu Person irgendwie mal unterschiedlich. Bei mir zieht nämlich eine gerade durch dein Dach durch. Ich habe gar keine Wolken. Echt? Oh, vielleicht hast du die ausgestellt. Hab ich die auch ausgestellt? Das kann sein. Kann man ja ausstellen. Ach ja, habe ich auch ausgestellt. Ah, okay. Mysterium. Ist trotzdem keine Wolke. Ach doch, dahin. Du willst einfach immer sonnenklares Wetter haben, ne? Immer schön ohne Sonne, ohne Wolken, immer schön Sonne. Ja, immer ganz schön. Ist ja auch am schönsten. Ja, nur um jetzt mal meinen Plan nochmal zu erläutern. Also ich wollte jetzt so ein kleines Häuschen da mitten im Berg bauen. Also dass halt in dem Berg so ein kleines Häuschen ist mit ganz vielen Etagen. Und drumherum ist halt immer noch dieser Berg zu sehen. Also von außen sieht man nichts davon, aber halt nur von innen. Die Kuppel ist halt das Einzige, was man so von draußen erkennen kann. Ja, auf jeden Fall sieht schon ganz nett aus. Also außer jetzt von diesen ganzen Terrassen. Da dachte ich auch, dass ich da bei jeder Etage mache ich die Terrasse in eine andere Richtung. Würde ich jetzt so machen. Ja, das kann man so machen. Also eine beste Etage finde ich ja sowieso schon die, die, wo die Betten stehen. Mit deinem Balkon da. Den finde ich schon immer herrlich. Der ist schon schön. So, ich muss jetzt gerade mal gucken, was brauche ich denn eigentlich? Wollte ich Erde. Wieso habe ich keine Erde? Und wieso habe ich kein Holz mehr? Ich dachte, ich hätte noch Holz. Muss ich auch mal wiederholen. So ein Ärger. Ich alles verbraten, alles weg. Hätte mal. Vor allem, ich weiß gar nicht, wo ich das verbraten habe. Ich habe gar nichts mehr gebaut mit Holz. Keine Ahnung. Der große Baum da. Ich glaube, ich werde jetzt mal so ein bisschen dunkles Holz holen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich habe schon jetzt eine Idee. Wem gehört das Netherportal? Irgendwo im Wald mit dicken Bäumen. Wem gehört es denn? Uns allen. Ich hab's gebaut. Ja. Das war so, ich war ja schon im Nether. Hihi. Bis mein Braustand. So, jetzt hier mal zu meiner kleinen Wohnbereich, beziehungsweise Schlafbereich. Also hier das Bild, das finde ich, sieht ziemlich awesome aus. Ja, also, bei dir zumindest. Bei mir leider nicht, weil ich für mich ist ein anderes. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so toll oder ob ich mir das nur so einbilde, dass das so toll aussieht. Ist wahrscheinlich auch so ein Bild, was schon irgendwie fast jeder kennt, der das Texture Pack hat. Ja, wahrscheinlich. Aber ich mache sonst keine Gemälde. Ja. Deswegen ist das für mich ganz super toll. Hier sind auch kleine Bildchen drüber. Sehen zwar relativ gleich aus, aber ist ja auch egal. Ja. Ja, naja, gut. Bilder sind ja sowieso Deko-Elemente. Die können auch. Ich mag diese neuen Sachen ja, also, naja, neu ist das ja mittlerweile auch nicht mehr, wo du mit Leder diese Dingers bauen kannst, diese Rahmen, und dann die Objekte rein platzieren. Das finde ich ja sogar noch schöner. So, ja. Stimmt. Da hat man noch ein paar mehr Möglichkeiten dann. Ja, das Weizen wechselt man noch nicht. Was ist denn los hier? Das dauert ewig irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, am Anfang dauert das ewig und irgendwann, wenn es dann erstmal anfängt, dann geht's ruckzuck. Das passiert einfach nicht bei mir. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber gut. Das Weizen in der 1.7.9 ein bisschen so gemacht haben, dass es nicht so schnell wächst. Ja, das stimmt, das kann sein, dass das da... Aber nee, ich glaube, das ändert sich nicht, dass das Licht irgendwie... Ich weiß es nicht, daran vielleicht, dass man beim ersten Mal alle gleichzeitig anbaut und deshalb kommt es einem dann einfach länger vor oder so. Ja, Aufnahme geht jetzt ja auch wieder bei mir. Haha, Fraps war abgestürzt, haha. Ja.
Ja, aber ich glaube, das liegt echt irgendwie wahrscheinlich nur daran, an Einbildung, dass man denkt, das dauert ewig. Es dauert ja auch eigentlich ewig, aber dass man dann denkt, es geht schneller, wenn man es dann das erste Mal abgeerntet hat. Weil ja nicht alle gleichzeitig reif sind. Ich glaube, ich muss mal wieder in eine Höhle gehen oder muss zumindest ja mal ein paar Bäume abhauen. Es geht so nicht, wie ich hier handhabe. Ein Stack Holz habe ich jetzt zumindest, das ist auch schon mal was. Immerhin. Ein Anfang. Es reicht erstmal wieder für eine Weile, glaube ich. Oh. Das ging ja ruckzuck hier. Gelieft und Speedmaster, gleich wieder gejoint, ne? Das geht ja ruckizucki. oder? Ja, raus und rein. Zack, zack. Ruckizucki. Ja, naja, Mensch, dann schauen wir mal hier weiter, wie das so geht. Ich habe schon eine tolle Idee, wie ich mein Häuschen hier noch weiter aufbaue, aber das ist die Frage, ob das alles so klappt. Und eigentlich müsste ich dafür doch noch mal zur Nieterfestung, das wäre optimal, verdammt. Vielleicht komme ich auch mal mit, weil ich baue ja eben ein bisschen Stuff. Da müssen wir echt zusammen hinlaufen und ich garantiere dir nicht, dass du den Rückweg findest, obwohl ich ihn mit so ein paar Pfeilen quasi markiert habe, aber das, ich hab mich echt voll verirrt. Dann kamen auch noch fünf Ghasts, die mich von allen Seiten bedrängt haben. Und ich hatte leider keine Pfeile mehr, um die abzuschießen. Und naja, es war dann doch ziemlich gefährlich. Ich bin irgendwie gerade so entkommen und dann irgendwie durch Zufall habe ich den Rückweg zum Glück gefunden. Ah, hast ja überlebt. Ja, gerade so. Wäre auch ziemlich Ist das? gemein, wenn ich gestorben wäre, weil ich hatte ja echt die 11 Diamanten auf der Tasche und so. Das wäre ein bisschen unschön gewesen. Dann noch die Na, Blaze Rod. das wäre ja suboptimal. Ja, durchaus, irgendwie schon. Ach, hier habe ich vielleicht mein ganzes Holz. Kann das sein? Nee, da habe ich noch gar nichts drin. Das ist ja witzig. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für viele Kisten ich überall habe. Meine Güte. Da kann ich auch nochmal eine hinbauen. Schlafen. Ach, jetzt möchte er auch schlafen. Na ja, ist ja klar. Dann Ich habe mein Bett hier nicht. gehe ich mal wieder hoch. Gehe ich mal rüber. Ich brauche hier Alter, unbedingt ein Bett. Jetzt, ah, ich kriege die der Kiste nicht Weg, drin. ey. Ah, ich will unbedingt einen Aufstieg. Das geht so nicht. Ich bin gerade falsch gelaufen. Ich muss unbedingt mein Bett mitnehmen und es in meinem Häuschen jetzt irgendwie platzieren, aber dafür ist es noch nicht sicher genug, leider. Habe ich nämlich auch mal einen Fehler gemacht. Ich wollte immer das, also jetzt vor, also ist noch ein bisschen her, da wollte ich immer das Bett mitnehmen, damit ich immer einen Schlafplatz habe, wo ich immer gerade so rumlaufe. Und Ah, dann bin das ich da ist mal, natürlich auch gefährlich. ja, dann bin ich ausgerechnet in der Zeit gestorben. Da bin ich dann, muss ich dann vom Spawn wieder nach Hause laufen. Ja, ganz zurück. Ja, das ist mir auch mal passiert. Schön ist es nicht. Das Nee. macht schon nicht so viel Spaß, wenn man dann den ganzen Weg nochmal zurückasten muss. Nee. Deswegen, ich hier versuche auch immer, mein Bett stehen zu lassen und werden einfach neue Betten noch zu bauen. Und essen. Ich hab noch. Pilzsuppe. Im Nether habe ich mich nur von Pilzsuppen ernährt. Das ist echt ganz schön. Das ist die einzige Nahrung, die man da ja kriegt eigentlich. Also die einzige vernünftige. Der Rest da, das ist ja dann nicht so das, was man so braucht. So, nochmal eine kleine Kiste bauen. Zack. So, habe ich schon 24 Bricks. Ich weiß gar nicht, wo habe ich meine ganzen Sachen gelagert. Ich hatte doch auch noch mal irgendwo. Ich hatte doch noch Kohle. Ich hatte doch jede Menge Zeugs für Fackeln. Habe ich das alles in der Netherfestung gelassen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Zu viel Verwirrung. So, egal. Gucke ich mal, wie ich mich hier ein bisschen rumbastel. Oh, jetzt erstmal ein Aufstieg. Ach, ich bin doch. Ach, Mann, ich muss Essen mitnehmen. Oh Gott. Ja, den ganzen Weg hoch. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten hinkriege. Also, warte mal, wie hoch bin ich jetzt hier? Jetzt bin ich hier 4 Felder hoch. Okay. Mal gucken. Hast du eigentlich einen Timer gestellt? Ja, habe ich auf 10 Minuten sind wir jetzt etwa, also 11 Minuten gerade knapp. Ah, ja, gut. Also Muss ich du mir was mal zumindest. Ich bin angewöhnen? ja
ein bisschen. Ich habe mir Feder jetzt irgendwo zwischendurch eine Minute oder so. Ach nee, da war ich, hier wollte ich doch gar nicht. Ach, verdammt. Kacke. Hm. Ja, naja. Wie das alles so läuft. Hast du irgendeine Höhle, die du mir empfehlen kannst, wo es ein bisschen Zeug gibt? Nee, bislang nicht. Ich war irgendwie fast noch gar nicht in Höhlen unterwegs. Ich habe mir das, eigentlich das meiste habe ich so aus einer Spontantour immer geholt. Aber so richtig in Höhlen drin war ich noch gar nicht. Deswegen, das, ich habe ja auch noch, das Einzige, was ich so gefunden habe aus tieferen Regionen bislang, war ja Redstone. Ja. So anderes Zeug habe ich noch gar nicht. Höhlen scheint es ja doch nicht so viel zu geben. Nee, irgendwie nicht, ne? Also zumindest in der Region hier nicht. So Richtung Spawn, da war schon ein bisschen mehr an Höhlen. Aber. Ja. Tja. Nicht so der Wahnsinn. Mal ein bisschen suchen gehen. So, was brauche ich nochmal? Ich brauche nochmal eine Spitzhacke. Zack, 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 zack. Das Holz driftet immer so ab. Beim Runterfallen. Das ist echt doof. Aus Stein sieht das nicht aus. Da muss ich anders machen. Da kommt oben drauf dann Stein. Das mache ich anders. Oh, ja. Ach, keine schöne Arbeit hier. Nee. Das ist ausgerechnet zur ersten Folge. Oh, was ist? Tut mir leid. Nee, das warst du gar nicht. Hä? Ja, der Sparboot Boy ist hier. Ja, ach ey, auch tatsächlich. Ah, für Achievement. Ah, Achievement, okay. Diamonds to you. Ah ja. Alter. Und Cake to, ja, Cake to you auch, oder was? Ja, supi, jetzt haben wir hier ein Stück Kuchen. Also, wenn du Hunger hast, kannst du immer kommen. Na, noch habe ich. Essen. So viel habe ich eigentlich auch nicht mehr. Naja. Ja. Ach. So. Ja, da bedanken wir uns nochmal herzlich, ne? Für den Kuchen. Ja, das ist ja schon mal ganz nett. Dann muss ich mir den nicht selber backen. Ich habe noch keinen Zucker. Oh, hier liegen auch noch Steine rum. Na, du hast doch hier Zuckerrohr angebaut. Ja, wenn das wächst, dann haben wir auch Zucker. Haha, dann können wir ein bisschen was machen. Alter, ich muss unbedingt in eine Höhle. Das geht so nicht. Es kann so nicht weitergehen. Ja. Aber erstmal eine zu finden, das ist immer so. Wenn man keine findet, ist immer so demotivierend. Also im Wald war eine, die habe ich noch nicht ganz ausgeforscht, also so Richtung Spawn hin, da geht's auf jeden Fall zu einer, aber ich weiß jetzt gerade nicht, inwieweit die runtergeht oder ob du da bis auf null runterkommst, also das kann ich dir so noch nicht sagen, könnte sein, aber keine Ahnung. Das ist eine Hexe. Echt eine Hexe? Ach, ja. Nein. Die mag ich ja nun überhaupt nicht. Na? Und ein Hühnchen! Essen! Na? 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 Hühnchen ist vor allem für Federn, das ist ja noch viel besser. Ja, Federn habe ich schon ein paar. Oh, hallo. Kannst du Pfeile basteln? Oh Gott, der hat mir auch noch getroffen. Ey! Wo ist sie denn? Hm. Ach, Gunpowder. Ja. So, und das ist jetzt, ich glaube, ich mache erstmal das Außenkonstrukt und dann mache ich das Innenkonstrukt weiter. Richtung Spawn, hast du gesagt, ne? Ja, ach, genau, das ist Richtung Spawn, ja. Das ist Netherportal. Hm? Oh, hör doch mal auf. Hm. Gott, wir haben nur ein halbes Herz. Ja, ist doch gut. So. Mann, sind aber auch aufdringlich, die Hexen. Ja, die sind ziemlich ätzend immer. Hm, finde ich auch. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich glaube, ich brauche doch erst die Nether-Bricks hier für die Burg. Sonst wird das nix. Und jetzt habe ich wieder kein Essen mehr. Geil.
Nee, eigentlich nicht so, ne? Naja, nicht so wirklich. Nicht so wirklich, ne? Vielleicht sollte ich mal. Ach, ich komme, ich mache jetzt erstmal ein bisschen was anderes. Ich baste jetzt mir ein paar Kisten, lege ein bisschen Zeug ab und dann gehe ich erstmal Tränke brauen. Dann brauen wir die Ja. ersten Tränke. Ha! Dann können wir nämlich in Neta laufen und dann passt das schon. Dann kriegen wir das alles einigermaßen hin. Hier sind auch nur Schafe um das Netherportal rum. Ein Haufen Schafe. Ja, ist doch schön. Schafe sind doch Ja, aber die herrlich. geben kein Essen. Ja, das Halt stimmt das. natürlich. Das ist dann so der Nachteil. Aua. Wieso aua? Hat das Schaf dich geschlagen? Nein, das ist Barbutbohr. Ach so. Ah, ist ja jetzt also auch bei dir angekommen. So, eine Diamantene Hacke bräuchte ich. Leider. Leider eine kleine Warum Diahacke, meine ich? damit ich dann Obsidian abbauen kann. So, egal, die packen wir jetzt erstmal hier rein. Stick. Mann, die ganzen Schafe bringen doch nichts. Mann. Ich will Essen haben, keine Schafe bringen Schafe. Wolle, ist doch schön. Ja, aber die brauche ich gerade nicht. Mann. Hier, du kleines Schaf, hä? Ja, schubst dich ins Wasser. Ja, da kommst du nicht mehr raus, wa? Ja. Armes kleines Schaf. Ich habe Mitleid mit dem armen kleinen Schaf. So, was brauchen wir denn noch? Einmal Wasser wäre eigentlich schon ganz cool hier, aber ach, eigentlich nicht. Wir sind ja direkt am Pool. So, dann gehe ich mal kurz hier. Ach nee, ich sollte erstmal die Flaschen craften. Sonst kann ich keine abfüllen. So, zack, zack, zack. So, 48 Bottles. Sollte erstmal reichen. Ach, hier ist so eine Kuh, ich stehe genau vor der. Na? Oh, Kartoffeln sind fertig. Oh ja! Co-Tipper, Ja, hey! endlich! Glückwunsch! Der Co-Tipper. Na, das ist ja nicht schlecht. Habe ich auch schon seit Ewigkeiten. Aber, naja, durch eine einzige Kuh, sonst hätte ich das nämlich auch nie gekriegt. Das hat gedauert. Nicht Ja, cool das hat dabei. echt gedauert. Oh ja, da könnte ich mir theoretisch direkt vor Ort das Fleisch braten. Auch lecker. Das ist doch ein Service. Aber wie viel Fleisch hast du denn rausgekommen? Lohnt sich das? Eins. Das lohnt sich ja Immer noch nicht besser als wirklich. roh. Ja, das stimmt. Ah, du musst es ja nicht mitnehmen. Also nicht essen, du kannst es ja auch einfach mitnehmen. Ja, aber dann verhungere ich doch. Ach Quatsch. Also doch, ich hab Bis nur noch. zurück schaffst du es ja noch. Ja, aber gut, nee, so, es geht schon, ne? Nur noch Notfalls, viereinhalb wie Minuten. gesagt, notfalls kannst du auch bei mir vorbeikommen, dann, jetzt habe ich natürlich vergessen, Wasser in die reinzupacken. Oh, ich Trottel. Notfalls kriegst du bei mir ein bisschen Essen. Ich habe ja auch noch einen Kuchen. Ja. Und der ist keine Lüge. Um das auf das Achievement hinzuweisen. Genau. Ja, einen Kuchen muss ich mir dann sowieso noch backen irgendwie. Da brauche ich dann natürlich noch mal Kühe, damit ich Milch kriege. Oh, Ist das eine hier Kuh? ist überhaupt kein Licht. Was ist das Ist das denn? eine Kuh? Nein, du bist ein braunes Schaf. Ach, witzig. Braunes Ist aus Schäfchen. Afrika hergekommen, wa? Ja. So. Ach, hinten war ich doch schon mal. So, packen wir erstmal hier ein bisschen Flaschen rein und dann. So, wird ein Potion gemixt. Ja, so viel Müll dabei einfach. Das gibt's doch nicht. Ach, es sind doch auch Spruce-Bäume. Oder mitnehmen. Was für Bäume? Spruce-Bäume. Ach, Spruce-Bäume. Ah, ja, okay, ja, die kann man mitnehmen. Wir sind übrigens jetzt gerade über der Zeit, sehe ich gerade. Jetzt haben wir gerade die 20 Minuten erreicht. Juhu. Juhu. Dann müssen wir die Folge wohl beenden, ne? Schätze ich mal. Ja, aber wahrscheinlich. Ja, aber weiß ich nicht, wir machen ja vielleicht gleich noch eine oder so. Also ich Ja. auf jeden Fall. Falls wir in Neta gehen oder so. Ja, ich brauche unbedingt wieder neue Sachen, also für ein Eisen. Ja, dann können wir Wenn das ja Dias gut auch noch machen, da ne? sind, Dias ist sind, ja glaube, umso also in der besser. Festung könnte schwierig werden, aber egal, ich werde mich da dann mit dir umgucken. Das gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es hin. Naja, ne, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier und dann Er hat sehen einen wir uns verzauberten Bogen. beim nächsten Mal oder Hat so. ihn nicht gedroppt, nein. Hihi. Alter.
Oh, crap. Naja, ich beende auf jeden Fall schon mal, ne? Naja, dann beende ich die jetzt auch. Okidoki. Also das war's auf jeden Fall mit meiner ersten Folge ever. Ja. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Mhm. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Richtig, genau. Mit dem schwarzen Schaf. Mit dem schwarzen Schaf, ja. Das ich nicht bin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.